Ich habe das auch jetzt meine leere Katze. Du siehst halt kaum was und kannst dich nicht wirklich weit wegbewegen. Wir sehen Maddox nicht, aber im Hof sind Mörsertrupps positioniert. Erstes Mörserteam, Entfernung 550 Meter. Bereit. Ja, komm. Schalt die Minenwaffe aus. Wir sitzen fest, solange der Minenwerferbeschuss anhält. Alle Mörser ausgeschaltet. Oh Scheiße, was jetzt? Er schickt Scharfschützen rein. Habe ich selbst ausgebildet, so wie du das mit mir gemacht hast. So spielt das Schicksal. Ich frag mich, wie es dir ergehen wird. Auf 12 Uhr, 700 Meter. Zwischen den Felsen, 670 Meter. Linker Turm, fast 1000 Meter. Nick, kein Problem. Das war eine Scheißshow. Ich hab genug. Wird Zeit, dass der Spaß aus dir einkehrt. Schwer zu glauben, dass du derselbe Mann bist, der mich vor all den Jahren ausgebildet hat. Was hörst du denn jetzt? Ich hab den noch eben getroffen, urplötzlich macht er nichts, urplötzlich bin ich tot. Ich hab kein. Ey, wenn ich jetzt den ganzen Rotz nochmal machen muss, ne? Nun, das war eine Scheißshow. Ich hab genug. Wird Zeit, dass der Spaß beginnt, Anderson. Du redest zu viel. Jetzt mal plötzlich ist das ein Treffer. Yo, als ob, Alter. Ob wieder. Schlecht, schlecht, Alter. Es hätte nicht so weit kommen sollen. Uniform. Razor 3-2. Maddox ist tot. Endgültig. Wir rücken zum Paket vor. Razor, Status bestätigen. Status ist beschissen. Verstanden. Sehr gut gemacht, Captain. Aber Sie sind trotzdem ein Arschloch. Gleichfalls. Was ist das? Liegt am schlechten Umgang. Sowas mache ich nie wieder.
Wartet zu Hause irgendjemand auf dich? Mein Gewehr ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Am 14. hochgeladen, am 13. nehme ich auf. 14. wird es hochgeladen. Ein neues Spiel. Ein richtig geiler Shooter. Aber kein Nachklatsch von Battlefield oder Halo oder Call of Duty oder sowas. Und wenn die Katze sich gleich mal die Fresse hält, kriegt sie einen aufs Maul. Ne? Einmal. Fresse halten. Genau. Ja. Das. Die will mich verarschen. Das, ja, kommt. Alter, ich darf mich nicht so viel bewegen. Ich sehe das jetzt mal bei meinem Aufnahmemonitor. Ich muss immer so viel gebacken benutzen. Das kommt, ja, wie gesagt, das kommt dazu. Und jetzt werde ich gleich das nächste Spiel aufnehmen. Was ich mir gedacht habe, komm. Ich hätte eigentlich jetzt das eine Spiel, was ich dann jetzt am 14. hochlade, gerne mit aufgenommen. Aber habe ich mir gesagt, ach nee, komm, was machst du, wenn du Slider Ghost oder fertig hast? Deswegen habe ich mir heute ein anderes Spiel geholt, was in eine andere Richtung geht, wovon ich ein extremer Fan bin. Also, ich gucke die Serie schon seit Folge 1 an und bin ewig dabei. Und es ist einfach cool. Und hast du gesehen, wenn ihr wisst, was es sein könnte, schrottet es in die Kommentare. Das würde mich interessieren, ob ihr das überhaupt habt. Ich bin teilweise außer dem Platz, dass ich das nicht und dass ich seit dieser Folge 1 dabei bin. Jeden Fall sein, in welche Richtung es geht. Folge 1 ist natürlich eine Serie. Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen verstanden. Ist natürlich eine Serie. Aber was für eine Serie ist jetzt Twitch? Filmserie ist, ja, eine Internetserie, das verrate ich nicht. Ich freue mich nur tierisch drauf. Und ja, okay. Wenn es sagen soll, oder? Wir können ein bisschen überspielen. Das Spiel hat sich klein, ganz interessant, aber als Sniper. Was mir dazu gefehlt hat, war, und das war bei Sniper Ghost Recon 1 so, dass du halt, du hattest halt, getroffen hast, welche Ballistik du hast, Alter. Du hast schon gesehen, welche Knochen du durch die Trennung hast, und das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt. Ich habe
Also Steuerung hat funktioniert. Da will ich nicht drüber meckern. Das ist ja 1A. Das hat mir ein bisschen genervt, das war. Du musst es halt erst checken, dass du dich halt beugen musst damit. Was eigentlich normalerweise logisch ist. Also musst du halt erst beugen, damit er ein bisschen ruhiger ist beim Ziel. Und dann kannst du erst besser schießen. Gab es halt mega Abfuck-Momente in dem Moment, wo du es halt nicht wusstest. Und du hast da so gewackelt und gewackelt und du konntest nichts dagegen tun. Ah, das war zum Heulen. Das war überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht. Aber gut, das ist hier was anderes. Ich versuche auch, wenn ich jetzt so. Ich lieber halt Shooter in der Art und Weise. Ich versuche halt da bei diesen Shootern ein bisschen Abwechslung halt reinzukriegen. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, dass ich jetzt Sniper, Ghost Warrior 2 und Splinter Cell. Okay, Splinter Cell ist jetzt wieder einfach. Ghost Warrior 2 ist jetzt zu Ende. Das ist halt die nächsten Shooter, die ich jetzt ziemlich gleich habe. Aber ich habe zur Zeit noch andere interessanten Spiele, die man jetzt beenden könnte. Und auch nicht das Geld, um jetzt einfach zwei oder andere Spiele, die ich gerne jetzt beenden würde. Dann aber zur Zeit das Geld nicht dafür. Ja, werden wir jetzt erstmal so einen Tag, dass wir zwei Shooter in dieser Fall eigentlich ein bisschen Abwechslungszeit in diesen Shooter wahrscheinlich auch nicht. Nee, wir machen das so, es kommen ja jetzt auch die nächsten neue Spiele raus, die ich dann jetzt playen möchte. Ich habe mir auch überlegt, dass ich das denn jetzt bei dir ein bisschen als ausgeführt habe, dass das ein Spiel ist. Und das zu jetzt playen. Älter Schäden, total für die große Welt. Feldherr und musst deine Armeen befehligen und kannst dann selber agieren, wenn du mit dem Drachen reitest. Aber es gibt noch ein anderes Spiel. Das haben sie auf der E3 vorgestellt. Und ich komme jetzt auf den Namen, ich muss nochmal rausfinden. Entschuldigung. Das war ich, der gegähnt hat, weil ich verdammt müde bin. Die neue Wohnung habe ich jetzt relativ selten gut geschlafen und ich habe jetzt letzte Nacht die erste Nacht wirklich schon geschlafen. Was natürlich auch kurzzeitig daran lag, dass ich halt mal dreimal Thomas. Heller von Sinn, nein. Anastasia goes your deck. Deutsch Kostüte, Adam Kostüte, Julian Bartuka, Nina Domojewska, Domojewska, Nina Balenko, Ali Lubska, Entschuldigung, die Aussprache war. Ich bin Deutscher. Aber jetzt geht es auch ein bisschen besser. Wir zeigen auch mal Hoffmann! Oh,
sonst ja. So, 470 Gamescore-Punkte. Fortfahren. Und das war's. Kannst du da jetzt online gegen andere spielen? Das werden wir vielleicht mal als kleine Nebenscheiße machen. Also wenn ihr Sniper Ghost Warrior 2 habt und gerne mit mir mal online spielen wollt, ein, zwei Spielchen, dann schreibt es in die Kommentare und dann schauen wir mal, ob sich da was ergeben kann. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt alles in die Kommentare, wie eh und je. Ansonsten sieht man sich hoffentlich mal online. Tschüss!